Genau so habe ich es mir vorgestellt. Danke. Ja, lass mich mal sehen. Hier könnte es fast noch ein bisschen länger sitzen. Und ich würde auch noch ein bisschen mehr Applikationen drauf machen. Hier und auf der anderen Seite noch. Und zusammen wenigstens, bis das Presseshooting vorbei ist. Ja, wo ist dein Problem? Sag du es mir. Also von meiner Seite aus ist alles in Ordnung. Ich heirate in 2 Tagen den Mann, den ich liebe. Dann wird es ja der glücklichste Tag deines Lebens. Ihr zwei bringt das jetzt hinter euch. Und? Soll ich weitermachen? Klar. Was soll das? Ich war gerade fertig und... Du hast mit dem Kleid getanzt? Ja, ich wollte sehen, wie es fällt. Siehst du, genau das ist nämlich der Grund, warum ich mich so vor diesen Anproben gewehrt habe, weil ich wusste, dass du mit der Situation noch überhaupt nicht klarkommst. Ja, okay, es stimmt. Es ist mir verdammt schwer gefallen, dieses Kleid zu nähen und dazu beizutragen, dass du übermorgen meinen Bruder heiraten wirst. Aber ich dachte, wenn ich mich dazu zwinge, dann kann ich vielleicht endlich akzeptieren, dass du ihn liebst und nicht mich. Das hat nicht funktioniert. Alles, was ich für dich empfinde, habe ich in dieses Kleid gesteckt. Meine Liebe, meine Sehnsüchte, alles. Es ist das Schönste, was ich je zustande gebracht habe. Ja, stimmt. Ich liebe dich. Und das wird wohl immer so bleiben. Warum sagst du mir das? Damit wenigstens einer von uns die Wahrheit ausspricht. Wenn du es nicht schaffst, zu deinen Gefühlen zu stehen, dann ist das deine Sache. Aber ich dachte, wir hatten diese Sache ein für alle Mal geklärt. Da habe ich mich wohl geirrt. Ja, das stimmt. Du hast dich geirrt. Du hattest nämlich nie vor, dass da mehr ist zwischen uns. Nicht nachdem wir uns geküsst haben und noch nicht mal nachdem wir miteinander geschlafen haben. Was soll das? Du heiratest lieber Tristan, als endlich mal ehrlich zu dir zu sein. Es war ein riesengroßer Fehler, dass ausgerechnet du dieses Brautkleid entworfen hast. Ich hätte das niemals zulassen. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Ich weiß zumindest, wer ich bin und was ich fühle. Rebecca, was machst du? Warum machst du eigentlich immer alles kaputt? Erst unsere Freundschaft und dann beinahe meine Beziehung zu Tristan und jetzt auch noch mein Brautkleid. Ich werde Tristan heiraten.
Ganz egal, was du sagst oder was du tust. Ich heirate morgen. Niemand zwingt dich dazu. Du kannst noch zurück. Es tut mir leid. Ich könnte dir morgen das Ja-Wort geben, aber das kann ich nicht. Und es tut mir unendlich leid, weil... weil ich deine Schwester liebe. Glück der Welt. Marlene. Was ist passiert? Aus deiner Familie, die es geschafft hat, pünktlich vor der Hochzeit die Kurve zu kriegen. Hättet ihr euch das nicht vorher überlegen können? Komm mit. Ihr wollt jetzt nicht ernsthaft abhauen. So.
Und jetzt alles noch mal ganz langsam. In der Kirche. Als er mir gesagt hat, wie sehr er mich liebt. Und dass ich ihm dann sagen sollte, wie sehr ich konnte nicht. Mir ist bewusst geworden, dass... Eigentlich ist mir das schon gestern Abend bewusst geworden. Ich konnte einfach nicht. Ganz ruhig. Alles wird gut. Was ist dir klar geworden? Was wolltest du ihm sagen? Wenn Träume wirklich sind, dass es sich so anfühlt, als ob Licht den Tag berührt. Es hat was vom Leben in diesem Moment, wo es mich verführt. Dass ich dich liebe. Kraft, die es will und sag, kannst du spüren, wie es sieht. Nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Am liebsten würde ich mich jetzt mit dir verkriechen. Wir stehen das zusammen durch. Aber okay, lass mich erst das Chaos beseitigen, das ich angerichtet habe. Schon gut. Ich lauf dir nicht weg. Es wird eine Weile dauern. Aber ich komme wieder. Und bis dahin. Nimm doch einfach die. Danke. Ich liebe dich auch. Du musst mir nicht jedes Mal einen Brief schreiben, wenn du deine neue Freundin sehen willst. Eine Papierverschwendung. Versucht. Na, leider ziemlich erfolglos. Und was heißt das jetzt? Komm mit. Du, ich hab noch eine Nacht bei mir. Bitte, Rebecca, gib mir ein bisschen Zeit. Hiermit kann ich dir wirklich nicht helfen. Danke, aber meine Altlasten entsorge ich besser alleine. Tja, na dann, du meldest dich. Ja, vielleicht sogar früher, als dir lieb ist. Das kann gar nicht sein. Und falls du es doch nicht aushältst hier, wegen deiner Familie oder... Tristan, vielleicht willst du ja alleine nach New York fliegen. Nein, alles gut.